Hallo ihr Lieben, heute geht es um ein Entgiftungsmittel, das ich vergessen hatte in meinem letzten Entgiftungsvideo, das werde ich dir übrigens unten verlinken, hatte ich vergessen vorzustellen und das ist etwas, was wir täglich benutzen und das kenne ich schon ziemlich lange, habe es aber total vergessen, ins Video mit aufzunehmen. Ist jetzt egal, jetzt kommt das Video, ich zeige dir, wie die Stangen aussehen, ich kann sie jetzt auch einblenden, ich breche die immer auf, da sind so verschiedene Plättchen, also mehrere Plättchen drin, so nenne ich das immer und nehme ich mir immer zwei Stück raus, nehme den Mund. Habe ich gerade im Mund. Das lutschst du jetzt und bleibt dann so ein bisschen was übrig, das schmeiße ich dann weg. Das merkst du dann, wenn du sowas im Mund hast und lutschst, dann merkst du, irgendwas bleibt übrig, das kann man rausspucken. Und das hilft dem Körper zu entgiften. Das kann man das ganze Jahr über nehmen, jeden Tag nehmen. Man kann das in hohen Mengen nehmen, um zum Beispiel bei der Andreas Moritz Leberreinigung, Gallen- und Leberreinigung, statt des Glaubeersalzes kann man auch das nehmen. Hatte ich jetzt nicht gemacht, ich habe immer das Glaubeersalz genommen. Und das hilft dann zum Beispiel nochmal den Darm richtig gut zu entleeren. Es hat sehr viele gute Eigenschaften. Es ist etwas, eine natürliche Pflanze, ja, die man sich selbst pflücken kann, wenn man in Thailand ist zum Beispiel. Und da benutzt man das auch einfach, um, es schmeckt lecker. Ja, es ist lecker und es ist gesund. Ich habe jetzt hier mir ein paar Notizen aufgeschrieben, beziehungsweise ein paar Notizen von da, wo ich es bestellt hatte. Und ich will dir das immer jetzt vorlesen. Ich hoffe, du kannst mich gut sehen. Dann, damit du so einen kleinen Einblick hast, für was diese Cassia Fistula gut ist. Hier steht jetzt für innere Körperreinigung und natürliche Ausleitungsmaßnahmen bei Leber- und Gallenblasenreinigung. Zur stoffwechselanregenden Daueranwendung im Sinne von selbstheilungsbehandelnden Eigenmaßnahmen. So, jetzt wird hier darüber ein bisschen erzählt, dass es eine sehr alte Pflanze ist. Die gibt es schon seit über 2500 Jahren, wurde damals schon zur Entgiftung und zur inneren Reinigung benutzt. Sie soll das 50- bis 70-fache ihrer eigenen Menge an Giftstoffen binden, transportieren und zur Ausscheidung bringen. Was steht jetzt nochmal hier? Bei fast allen körperlichen Beschwerden kamen sie erfolgreich zum Einsatz. Das ist jetzt ein Gesundheitslehrer. Ich kann euch nochmal die Seite verlinken. Da kann man auch die Gallenblasenreinigung dort vor Ort machen. Ich glaube, eine Woche kann man dann nach Spanien oder sowas. Und die machen das dann mit dir zusammen. Ja, da kriegst du Rohkostessen und so. Du kannst dann diese Reinigung machen. Und die benutzen auch diese Cassia Fistula. Und als naturtherapeutische Maßnahme zur Stoffwechselanregung aller Organe war sie immer die erste Wahl. Sie soll unsere Feinstofflichkeit in Einklang bringen und die Sensibilisierung der natürlichen Instinkte belebt haben. Ja? Bei entsprechender Dosierung wurde sie schon als schonendes Ausleitungsprodukt bei Parasiten für sanfte, aber sehr wirkungsvolle Darmreinigung benutzt. Ich hoffe, ich nehme auf. Muss ich mal gucken, wenn ich in der Küche bin. Ja, das läuft auf. So Anleitungen und so werde ich jetzt keine geben, weil das ja nicht, also Anleitung. Ich sag dir, wie ich es nehme. Ich nehme dreimal täglich diese Plättchen, immer zwei Stück, ja, morgens, mittags, abends immer zwei Stück, aber auch viel trinken dabei. Es steht hier noch, dass der Gesundheitslehrer, wo ich es bestellt habe, Florian Sauer, dass sie schon seit über 10 Jahren mit dieser tropischen Frucht arbeiten und es sind uns bis auf normale Rückvergiftungssymptome keine ernsten Nebenwirkungen bekannt, ja. Kannst natürlich vielleicht Kopfschmerzen bekommen oder so, ganz normale Entgiftungserscheinungen. Aber dann weißt du Bescheid, der Körper ist vergiftet und der ganze Scheiß muss raus. Cassia wird bei uns in ganz natürlicher Verwendung eingesetzt. Bei der Leber- und Gallenblasenreinigung, hatte ich schon erklärt, kann das auch nochmal benutzt werden. Die Cassia-Schote eignet sich wunderbar zur Ausleitung von Körpergiften. Ganz besonders ist sie unterstützend beim Fasten zu empfehlen. Sie ist die erste Wahl, wenn wir uns natürlich und ganzheitlich behandeln wollen. Ihre wunderbaren Eigenschaften verdanken wir es in richtiger Anwendung, Gifte zu binden, zu transportieren und auszuleiten. Viele Berichte unserer Klienten haben das schon bestätigt. Sie alle verwenden von nun an keine medizinischen und symptomverschriebenen Produkte mehr. Sie sehen Ursachenbehandlung als Lösung ihrer Probleme an und zeigen sich selbst für ihre Beschwerden verantwortlich. Das sage ich ja auch immer in meinen Videos. Verlass dich nicht auf den Arzt, sondern verlass dich auf dich selbst. Ja, guck, beobachte deinen Körper und unser Körper möchte immer mit Schmerzen, Krankheit, Müdigkeit uns etwas mitteilen. Da müssen wir auf ihn hören. Nicht einfach direkt zum Arzt rennen und irgendein Mittel nehmen. So wie wir es leider gelernt haben. Ich stehe hier voll behindert, gell? Egal. Diverse Körperreinigungen, Veränderungen der Lebensweise, Ernährungsumstellungen, wandelnde Denkweisen und innere Seelenschau konnten schon zu unglaublichen Heilungserfolgen führen. So, jetzt erzählt er noch ein bisschen was über die Selbstheilung. Ich will jetzt über die Cassia was erzählen.
Hier steht nochmal was über die Cassia, wie man sie anwenden kann. Ich spreche sie auf und esse es. Man kann es aber auch komplett rausholen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf im Video. Muss man immer aufpassen, weil... ich muss ich jetzt mal zeigen. Ist übrig geblieben. Schmeiße ich immer weg. Hab das Süße jetzt im Körper drin. Es schmeckt echt gut. Und das geht erstmal weg. Kannst es aber auch essen, ist nicht schlimm. Ich weiß nicht, ob ich dir die ganzen Anwendungsmöglichkeiten hier erzählen darf. Ich kann hier eine kleine Zusammenfassung unten reinschreiben. Ansonsten, wer sich das bestellt, kriegt den Zettel. Das ist so ein Blatt hier, so ein Zettel. Da steht auch nochmal alles drin. Man kann halt auch die Cassia dann nochmal also komplett entkernen, alle Blättchen rausholen, mit Wasser zu einem Ball formen. Dann kann man sie in Flüssigkeit reinsetzen, kann man das trinken und das tut richtig... Ja, den Darm reinigen. Das war dann schon mal so eine Radikalkur. Habe ich aber bis jetzt noch nicht gemacht. Ja, wir machen es immer so, dass wir die Plättchen einfach zu uns nehmen. Ich gucke immer raus, weil wir im Untergeschoss wohnen. Habe ich schon mal gesagt. Ne? Und die Leute laufen hier vorbei und die gucken auch rein. In kleinen Mengen eingenommen hat Cassia Fistula eine sehr konstante und verdauungsregulierende Eigenschaft. Ja, wenn du Verstopfung hast, sehr gut dann. In größeren Dosierungen eine ausleitende und abführende Wirkung. Wer mit einem sehr vitalen und gereinigten Organismus lebt, der wird bei seiner Ausscheidungsreaktion kaum etwas spüren. Ein guter Beweis für den Vitalzustand unseres Körpers. Jetzt will ich dir aber täglich zwischen 3 und 6 Scheiben dieser Schote reichen hier schon nochmal aus, um einen Prozess zu aktivieren, um diesen Prozess zu aktivieren. Also welchen Prozess? Immer dann, wenn neue Gifte in den Darm abgegeben werden und sich konzentrieren, sind stoffwechselanregende Unterstützungen für sichere Ausleitungen sehr sinnvoll. Täglich zwischen 3 und 6 Scheiben dieser Schote reichen schon manchmal aus, um diesen Prozess zu aktivieren und zu stabilisieren. Wir empfehlen, bla bla bla, ich darf ja keine Empfehlung geben, es soll gelöste Gifte im Darm transportieren und ohne uns spürbar zu belasten, zur Ausscheidung bringen. Bleiben diese konzentrierten Gifte im Darm, so kann es verstärkt zur Rückvergiftung geben. Der Organismus wird geschwächt und Ausscheidungskrisen sind die Folge. Ja, ich lese mal jetzt weiter, das ist auch zum Beispiel interessant. Heutzutage sitzen viele Menschen mit genau diesen Problemen in den sichtlich gefüllten Wartezimmer, bereit zur Symptomverschiebung. Weißt du, was ich meine mit Symptomverschiebung? Du hast irgendeine Krankheit, gehst hin, der Arzt gibt dir ein Medikament, dann verschiebst du das Symptom, hast wieder was anderes. Ja? Also die Ursache wird nie bekämpft von der Krankheit. Das ist immer ganz schlimm leider heutzutage bei unseren ganz normalen Allgemeinmedizin und nicht bei der Alternativmedizin. Leider haben sie alle etwas gemeinsam. Sie kennen Cassia nicht, diverse Einläufe nicht, Darmspülung, Heilerde, Lindenholzkohle, Langzeitbeta, Fastenkorn, Leberreinigung, MMS, kolloidales Silber, Germanium, Zeolit. Hat sie ja schon davon erzählt. Natürliche Wildkräuteranwendungen, Darmreinigung, Schwitzküren, Adalas kenne ich auch nicht. Und Omas heilende Sofortanwendungen nicht. Ja? Genau die machen einen gesund. Aber wir würden Cassia bei folgenden Beschwerden einsetzen. Sodbrennen, Magendruck, Völlegefühl, Migräne, allgemeine Verdauungsprobleme, bei Durchfall, Hämorrhoiden, Blähungen, Schuppenflechte, Parasiten und Würmer, bei Neurodermitis, bei Diabetes in Verbindung mit Kokoswasser, bei stinkendem Schweiß, kalte Hände und Füße, habe ich schon kalte Füße voll oft, starken Mundgeruch, Herz-, Nieren-, Leberprobleme und immer dann, wenn es darum geht, sich befreien zu müssen und loszulassen. Wenn du weniger als 2-mal am Tag Stuhlgang hast, wird Cassia dein Glücksritter. Viele haben ja Verstopfung oder müssen voll selten aufs Klo. Cassia Fistula und mögliche Rückvergiftung während der Anwendung. Je stärker Cassia wirkt, desto konzentrierter und giftiger sind die Schlacken in unserem Körper. Hier wird um einiges mehr toxischer Schleim ausgeschieden und ein sehr übler Geruch ist die Folge. Die Ausscheidung von Cassia ist sehr toxisch und enthält manchmal sehr viele Bakterien, Viren und andere sehr giftige Stoffe. Reinige deshalb nach jeder Maßnahme deine Toilette und wasche deine Hände gründlich. Je nach Zustand des Anwenders können schon mal Rückvergiftungen entstehen, wenn sehr viele gelöste Schlacken durch unseren Dünndarm in den Dickdarm wandern. Jetzt ist die Batterie fast leer. Akku. Und folgend zur Ausscheidung kommen. Dies ist aber für jeden auszuhalten und circa nach 30 Minuten schon wieder vorbei. Es können leichte Formen von Schüttelfrost, Übelkeit und Schwindel, Wut, Unruhe, erhöhte Temperaturen und Darmkrämpfe mit Geräuschen im Unterleib auftreten. Sollte es wirklich mal stärker werden, so lege dich hin, Beine hoch, versuch dich zu entspannen, achte auf einen fließenden Atem und lass es einfach geschehen. So, Haltbarkeit. Cassia-Stangen sind kühl, dunkel gelagert und atmend über ein ganzes
Jahr haltbar. Ja, bei uns halten die auch total lange. Sie sollten 2 Tage vor jeder Benutzung angefeuchtet werden, damit der Wirkstoff im Inneren schön weich wird. Unsere frisch ausgelöste Form hält sich im Kühlschrank nach Lieferung mindestens 6 Monate und lässt sich somit wunderbar dosiert anwenden. Also es gibt auch nochmal ausgelöste, da musst du die Kaschia-Schote gar nicht aufmachen, verkaufen sie auch. Ich sage nicht, dass du es kaufen sollst, ich sage nicht, dass du es machen sollst. Ich rede hier von meinen Erfahrungen und will dir einfach erzählen, was hier alles drinsteht. Ja, es geht jetzt nur noch hier um gesunde Ernährung und Leber- und Gallenblasenreinigung. Darüber hatte ich schon mal ein Video gemacht. Das ist jetzt ein weiteres Entgiftungsmittel, was wir zu Hause benutzen. Das hast du ja gehört, bei welchen Beschwerden es eingesetzt werden kann. Und wir benutzen es jetzt schon sehr lange. Bestimmt schon seit 18 Monaten oder so. Und wir haben gar keine Probleme damit. Anfangs bin ich damals erkältet geworden. Mein Mann hat sich auch damals erkältet. Hat sogar Fieber gehabt, aber danach war alles gut. Und ja, so benutzen wir das. Dann hast du jetzt eine neue Schote kennengelernt, Cassia Fistula, auch sehr gut zum Entgiften, so benutze ich das. Und ja, wenn du dazu noch Fragen hast, stell mir gerne unten deine Fragen in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn du mehr solcher informativen Videos von mir haben willst, von meinem Alltag, was wir so benutzen, was wir so machen, gib mir unbedingt einen Daumen hoch und schreib mir unten, sehr viele schauen zu, aber sehr wenige kommentieren, deswegen weiß ich nie, ist das gut, was ich mache? Ist es interessant für die Leute? Schreibt mir bitte. Schreibt mir immer unten und gebt mir Feedback. Ich weiß, es gibt sehr viele stille Zuschauer. Aber wenn dich das wirklich interessiert, was ich mache, antworte unten. Schreib mir etwas. Gib mir Feedback. Dann bin ich mehr motiviert, auch mehr zu machen. Ich wünsche dir eine wundervolle Gesundheit. Bis zum nächsten Video. Tschüss.